und höre mir die Aufnahme jetzt nochmal an. Ich sitze jetzt circa so 10 bis 15 Zentimeter von meinem Mikrofon aus entfernt und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ein Hallo und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt das im Vorspann. Ich hab euch mal eine kleine Videosequenz vorher reingehauen. Ich habe hier jetzt bestimmt wieder 100 Mal getestet, weil ihr wisst, ich habe ein bisschen kleinere Mikrofonprobleme, aber ich glaube, ich habe sie jetzt so langsam oder ich habe es so langsam rauskristallisiert, was eigentlich Sache ist. Denn ich hatte immer unter OBS einen Softwarekompressor noch mit an, brauchte ich aber gar nicht. Ich habe ja einen Hardwarekompressor unten am Mischpult und den habe ich jetzt mal aktiviert. Das Mikrofon braucht unheimlich viel Gain hier, aber ab und zu brummt es halt mal. Und ich werde dem halt nicht schlau, warum das so ist oder vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt 1000 Aufnahmen gemacht. Am besten hört man das sowieso in den Livestream. Aber worum geht es eigentlich in dieser Folge? Ja, heute ein König. Es gibt ja einen neuen König und ich bin wirklich mal drauf gespannt, wie dieser neue König ist. Also der Squadbusters-Button ist auf jeden Fall wieder da. Also falls ihr noch nicht im App Store vorbestellt habt, stellt das Ganze ruhig vor. Es kostet nichts und es ist natürlich kein Pay-to-Win-Spiel, aber man kann sicherlich den einen oder anderen Euro lassen, aber hier, auch hier im Shop kann man natürlich wieder schön zugreifen. Ich muss noch mal darauf hinweisen, dass der Shop anders ist als der Webshop. Also das ist ja der Ingame-Shop hier. Den seht ihr im store.supercell.com auch. Aber ihr seht noch andere Angebote dort. Das haben wir die Tage festgestellt. Da gab es hier nämlich keine Angebote, außer die, die ich nicht gekauft habe. Und das waren hier vor allen Dingen die Skins. Und es gab aber andere Angebote und die sind wirklich, wirklich gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch im Shop und immer dran denken, immer einen Creator-Code angeben. Im Moment unterstütze ich MBF, warum auch immer. Ich kaufe halt nichts. Ich meine, und wenn ich mir jetzt den hier kaufe, dann hat MBF da auch nichts von. Aber den nehmen wir erstmal, den Super Squad König. Also das Spiel ist wohl jetzt mittlerweile, wir wählen den auch mal aus. Wir nehmen den mal. Mal gucken, ob der wirklich so groß ist, der König. Und ich muss mal hier reingucken. Ich glaube, hier konnte man ja sehen. Okay, oh, es gibt noch was Neues. Okay, man kann nicht klicken, was es ist. Aber die 30 Millionen Vorbestellungen sind geknackt worden. Mal sehen, ob es auch die 40 Millionen werden. Und es gibt noch Hinweise zum Clash mit Haaland Medaillenereignis. Da habe ich noch nicht reingeguckt, Leute. Es gibt ein... Mal eben die Musik ein bisschen lahmer. Beginn des Clashern. Okay, Ende. Freitag, 24. März, Mai, Entschuldigung. 10 Uhr nach dem Ereignis hast du 2 Tage lang nach wie vor das Ganze mit den Händlern da, das heißt die Schuhe auszugeben und so weiter. Die Ressourcen in dem Ereignis werden Fußbälle gesammelt, die kannst du machen. Gegnerische Rathaus, genau, Inferno-Türme, die da zufällig ausgewählt. Fußbälle bekommst du außerdem von Ereignisgebäuden. Mit dem Fußballcamp winken dir täglich bis zu 100 Fußbälle mit dem Fußballcamp. Achso, wenn man das Ding einfach nur abräumt, ja, okay. Die Medaillen, goldene Schuhe, hier ist das nochmal, das war das noch nicht genau erklärt. Okay, der Stachelwald ist hier nochmal genau erklärt, was der jetzt an Schaden macht und was nicht an Schaden macht. Ich weiß gar nicht, warum die das, also okay. Und hier ist auch nochmal komplett drin, was man eigentlich am Ende überhaupt bekommt. Im Bonuspfad gibt es noch weitere Schuhe. Okay, bis 32.000 geht es hoch, erstmal die 16.000 schaffen, Leute. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Runen und jede Menge Gold, beziehungsweise das ist das, was es dann beim Händler hier gibt. Also wenn wir hier reingehen und gehen hier auf den Händler. Ich habe noch nichts gekauft, weil ich weiß noch nicht genau, was ich tatsächlich kaufe. Vielleicht einfach nur mehr Statuen. Ne? Denn es gibt ja auch hier im Moment nur fast nur noch Statuen. Es gibt noch einmal 100 Glimmerz hier, das war es dann aber. Die schnelle Quali spiele ich aber mit euch in den Livestreams. Aber wir wollen den König ja jetzt mal sehen. Heute ein König. Wo ist er? Wo ist er denn, der groß oder kleine König? König. Das ist gar nicht zu sehen, ne? König. Königin. Orden. König. Ach, da ist er auch. Oh Gott, ist der klein. Okay. Oh mein Gott, ist der klein. Mal sehen, wenn wir den gleich groß machen, ob der dann noch groß wird, der kleine König. Ist aber mal wirklich klein, muss ich mal so sagen. Und ich wollte aber eben mal, warte mal, ist das hier, das ist der Lebensstachel, den wollte ich hier mal reinsetzen, damit wir hier ein bisschen mit den Hybrid
holen können. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie groß der König am Ende tatsächlich wird. Oder ob das jetzt wirklich so ein kleiner König ist. Und dann nehmen wir lieber wieder einen anderen Skin. Aber ich meine, Leute, das ist immerhin Free-to-Play. Ja, also beschwert euch nicht. Es gibt auch was für Free-to-Play-Spieler. Es gibt auch Skins für Free-to-Play-Spieler und es gibt hier jede Menge Gold und Elex hätte ich gern. Okay, Unsichtbarkeitszauber. Aber hier kommen wir ganz gut an den Adler dran. Eieiei. Ah ja, okay, die Kanone, wissen wir mittlerweile. Die Kanone, also die umgewandelte Kanone. Und auch. Komm, Queen. Mach das da mal mit dem Fußball weg. Zack. Jetzt geht's so rum. Ja, hoffentlich geht's jetzt auch rein. Ja, okay, sie macht es. Nein, aber sie geht dann. Warum geht die dann nach da hin? Okay, sie wollte jetzt erst die Luftabwehr wegmachen. Das ist natürlich auch löblich. Keine Frage. Und jetzt kommt gleich schon der gegnerische King womöglich. Der hat jetzt schon Fragezeichen über den Kopf. Jetzt kommt er noch nicht. Ja, doch fast. Okay, da schießt die Queen jetzt aber auch drauf. Perfekto. Dann können wir hier mal unseren Mauerbrecher reinsetzen. Mal gucken, wo der so hingeht. Okay, der geht natürlich dann jetzt Richtung Unsichtbarkeitszauber. Jetzt kriegt die natürlich schon ganz schön PS hier, die Nette. Okay. Erstmal den Fußball hier setzen. Sehr schön. Oh, wir haben noch ein paar Mauerbrecher. Die ich jetzt gerade. Oh, meine Queen. Oh, meine Queen ist mir wieder weggestorben. Ich bin auch ein Otto, ey. Ich bin echt ein Otto. Naja, wisst ihr ja selber, ne? Aber meine Heiler konnte ich jetzt gerade noch so retten. Oh Gott, ist der klein. Oh mein Gott, ist der klein. Gibt es noch was Kleineres, Leute, als den Skin hier? Oh mein Gott, mal gucken, wenn wir den jetzt groß machen, ob der groß ist. Ah, geht ja doch. Geht doch. Guck mal, der Dicke. Ah, geht ja doch, Leute. Na? Es geht ja doch. Okay, meiner Go. Wo gehen die hin? Die gehen erstmal nach da, okay. Nehmen wir den hier mit. Da kommen schon meine anderen Hocks. Dann können die Hocks hier mit rein. Royal Champion nehmen wir auch mit. Und dann kann das hier durchgehen. Okay. Hier nehmen wir mal den Gift. 1, 2, 3. So, jetzt sind wir gerade aber in der Unsichtbarkeit. Das ist nicht so gut. Da hinten sind noch meine Miner. Okay. Also wir einigen uns drauf, er ist doch ganz schön groß. Er ist doch ganz schön groß. So, 1, 2, 3 kriegen wir das Türmchen da noch. Ja, jawohl, kriegen wir noch. Okay. Und haben aber alles an, ich denke mal, wir haben alles an den Fußbällen geholt. Okay. Wir sind uns einig, Leute. Der Skin ist in Ordnung, wenn er denn groß ist. Aber wenn er denn wirklich klein ist, dann siehst du den kleinen, süßen König ja gar nicht, ne? Naja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Squadbusters König haltet. Ob der ja nun Sinn macht oder überhaupt nicht ins Spiel passt hier. Da gibt es sicherlich bessere Skins, aber 600 Fußbälle hier sind auf meinem Konto. Und warum habe ich eigentlich? Ich hab heute längere Zeit die olle Uhr hier. Ich habe längere Zeit heute die olle Uhr. Und ich weiß gar nicht, warum und wieso. So, das ist jetzt meine Blimp-Armee. Ich tausche also immer so ein bisschen durch, Leute. Ich glaube, ich nehme mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 von denen mit. Das ist vielleicht auch nicht the Yellow from the Egg. 1, 2, 3, den. Aber eine andere Clan-Buchbeschaffung weiß ich jetzt im Moment nicht. Okay, gehen wir weiter. Ich hoffe, eure Livestreams gefallen euch. Ja, ich hoffe, die Livestreams von mir gefallen euch ganz gut. Also zumindest An die Zuschauer, die ja so mal da sind oder immer mal wieder da sind, wollten wir eigentlich eine Luftabwehr stehen. Ach da, 1, 2. Und wo sind die anderen beiden? Ah, die sind da außen, okay. Dann nehmen wir ruhig mal den kurzen Weg mit unserer Blimp hier. Wir nehmen auch nichts mit davor und landen mal da auf der... Ich wollte eigentlich noch ein kleines bisschen weiter, okay. Bin ich aber nicht gekommen. Und ein kleines bisschen weiter. Aber ich habe sie erstmal in der Unsichtbarkeit. Das sieht noch ganz gut aus. Ja, macht ruhig die Skelette weg. Das ist alles noch gut. Und die können auch mal einen Schuss vertragen. Ich wollte ja eigentlich mal
mal eine ganz andere Blimp mal testen oder eine andere Blimp-Besatzung, so muss ich da mal sagen. Wollte ich eigentlich mal getestet haben. So, wir nehmen erstmal hier den ollen Schuh. Den Magier nehmen wir dort. Und wir nehmen auch hier den ollen Schuh. Und dann können wir hier eigentlich reingehen mit unserer Meute, die da so heißt. 1, 2, 3, 4, 5. Die mit drin, Queen mit rein. Ah, ich habe noch zwei Mauerbrecher wieder. Bräuchte ich eigentlich ja bei den Rootreitern nicht wirklich. Aber gut, jetzt habe ich sie dabei, ist egal. So, wo nehmen wir den Royal Champion? Nehmen wir mit hier rein. Und da auch unser King eiert wieder draußen rum. Okay, aber ist egal, wo wir den groß machen. Wir nehmen jetzt schon mal die Ability. Okay, ich habe die Lebensability. Da weiß ich auch manchmal nicht so gut, welche nimmst du jetzt eigentlich oder welche ist für welche Truppe am besten geeignet. Da bin ich auch immer noch in der Findung, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Influencer, der da auch schon mal so eine Art Tabelle von gemacht hat, so nach dem Motto, das müsst ihr dann nehmen und das müsst ihr dann nehmen. Das, was ich auf jeden Fall habe, ich habe die Schweinereiter an der Gladiatorin jetzt maxed, seit gestern, glaube ich, und kann mich jetzt auch auf andere Sachen konzentrieren. Okay. Die kleinen Haarland sind fast größer. Die kleinen Haarland sind hier echt fast größer. Okay, Hawk, go. Aber viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben nur noch ein paar Gebäude. Das machen jetzt erstmal die Hawks und der Roll Champion. Der ist ein bisschen zu schnell, der Roll Champion, für meine Meinung. Also der geht ein bisschen zu steil ab. Und er müsste ein bisschen langsamer sein, damit er immer noch hinter den Hawks eigentlich bleibt. Oder die holen einfach auf. Ja, weil ja beides natürlich auf Verteidigung geht. Okay, ich habe ein bisschen die Eieruhr. Da brauche ich ein bisschen WLAN gepimpe hier, aber haben noch mal ein paar schöne Fußbälle gemacht. Ich denke mal, ihr seid sicherlich schon durch, wenn ihr mehr spielt als ich. Aber ich habe halt auch wieder ein bisschen rumgetestet. Aber mal sehen, für was ich das eintausche. Das mache ich mit euch auch im Livestream. Dann sind wir ein bisschen mehr und dann habe ich ein bisschen mehr Meinung. Wenn ihr aber der Meinung seid, das Video hat euch auf einem Mittwoch ganz gut gefallen, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Bis dahin, ciao, ciao Leute, euer Toto. Bleibt stumm.